So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist heute mit dem Video, Special Video. Und zwar habe ich heute auf meinen Kanal geschaut und siehe da, ich habe jetzt 200 Abonnenten geknackt. Und so geht es also aufwärts mit meinem Kanal. Ich bin da natürlich sehr stolz und so schnell wie der Kanal jetzt wächst, ist er noch nie gewachsen. Und ja, bin ich sehr froh. Also das ist Erfolg, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch heute das T-Shirt an, aber die Scheiße, um nochmal Bezug zu bringen, wie alles angefangen ist, was also meine ersten Videos waren. Darüber möchte ich euch erzählen. Und spiritueller Anarchist, warum überhaupt? Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Ja. Ich habe mir lange überlegt, wie ich den Kanal nennen soll und habe mir gedacht, okay, was trifft auf mich zu? Ja, auf jeden Fall habe ich mich auch schon bald mit Spiritualität beschäftigt und dann kam noch meine Freiheitsliebe dazu, also Freiheit und Spiritualität. Spiritueller Anarchist hat zwei Bedeutungen. Also einmal glaube ich, dass Anarchie von heute auf morgen nicht funktioniert, muss ich jetzt sagen, zur Enttäuschung, vielleicht findet man enttäuscht. Aber es ist meiner Meinung nach so, dass erst ein spirituelles Bewusstsein da sein muss, ein Bewusstsein dafür, dass wir alle eins sind und dass es wichtig ist, dass niemand dem anderen Schaden zufügt. Deswegen ist Anarchie für mich ein Weg, der nur auf den spirituellen Weg funktionieren kann. Ja? Das ist mal das eine. Der zweite Punkt ist, ich bin nicht an spirituellen Dogmen gebunden. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur Christ oder Moslem oder Jude oder Buddhist, sondern ich lerne von allen Religionen und allen philosophischen Systemen frei, als Freidenker, ja, und ziehe mir das raus, was ich als Wahrheit erkennen kann. Also nicht zu verwechseln mit dem, dass man sagt, ich ziehe nur das raus, was mir gefällt. Ja, Wahrheit ist nicht immer das, was einem gefällt, aber ich ziehe mir das raus, was ich als Person als Wahrheit erkennen kann, aufgrund meiner Erfahrung. Deswegen spiritueller Anarchist. Ja, ich habe vor circa 4 Jahren habe ich mein erstes Video reingestellt. Das war also Hartz-IV-Antrag, eine Frechheit. Das war mein allererstes Video. Da ging es um auch schon mit Hartz-IV-Sanktionen, Schikanen los, Jobcenter-Schikanen. Und zwar, das war eigentlich der Grund, der Beginn. Also, da war ein Antrag, ein Riesenantrag, den auch noch voll wild zusammentackert. Das war, und ich mache den auf und ich habe alle Blätter in der Hand. Also, das war schon unverschämt. Also, das war aber nur ein Tropfen auf den, also nur eine Spitze von dem ganzen Eisberg. Und habe dann ewig lang nichts mehr gemacht, ja, und habe dann mal so Mittelalter-Videos eingestellt und dann ein bisschen später dann auch das Video, was auch dann ziemlich das der Burner war, aber das Scheiße, Jobcenter, Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben. Das ist ja jetzt so der Spitzenreiter von meinem Kanal, ja. Ja. Also, um kurze Rede, kurzer Sinn, es war einfach so, dass ich am Anfang den Kanal also nicht, gar nicht groß gekümmert habe. Ich habe ein paar Videos hochgeladen und so, habe mich nicht groß gekümmert und so und war mir eigentlich relativ egal. Ja, also, es hat dann zeigen, dass halbes Jahr kam von mir gar kein Video. Ja, und das hat sich ja jetzt in der neuesten Zeit ziemlich geändert. Also, das letzte halbe Jahr habe ich mich intensiv mit dem Kanal gekümmert, intensiv mit den Videos. Ich habe halt dann noch das Problem gehabt, dass ich eine schlechte Webcam gehabt habe. Die hat dann immer so geknackt. Das war dann ein bisschen stressig und war auch von der Qualität her nicht so gut. Ja. Auf jeden Fall habe mir dann eine neue Webcam gekauft, war aber dann da wieder bei der wieder habe ich wieder Tonprobleme gehabt. Und wie gesagt, jetzt ist halt so, momentan habe ich kein Internet, ja, um ein bisschen Geld zu sparen, habe ich jetzt mal zeitlang das Internet und Telefon, Festnetz mal abgemeldet. Ja, jetzt mache ich halt Videos mit einer super Handykamera, also super Qualität und lade die dann hoch, ja. Ja, und ich gehe halt jetzt auch immer mehr auf die Kundenwünsche, also was ist Kunden, ja, YouTube-User meines Kanals, gehe halt immer mehr auf die Wünsche ein, ja. Von den Themen her ist es so, dass ich das am Anfang war, also sehr spezifisch Mittelalter und Arbeit ist scheiße, also Jobcenter, jetzt ist es mehr gewichtet in Richtung spirituelle Themen, ja, und so Special-Themen, ja, wie zum Beispiel
Dieter Dickowski, Frei Klaassen, Susanne Krieger-Langer, dann Carsten Stahl zum Beispiel war zum Beispiel so ein Thema. Ja, also so manchmal kommen halt so Special-Themen, Themen, die auch sehr aufregend sind, was viele bewegt und so. Und da mache ich dann ein Video. Ja. Es war dann auch so, dass beim Kanal so eine Findungszeit war, wo ich dann auch mal verschiedene Themen anbracht habe und mal geguckt habe, wie kommt das so an beim User und geschaut habe, was wollen die Leute sehen. Und das, was die Leute sehen wollen, da mache ich natürlich mehr Videos. Ja? Und genau, also das ist einfach auch mein Erfolgsrezept. Ja? Habe auch Tipps gekriegt, also auch mit den Tags und so verbessert und ja, verschiedene Sachen auch herausgehoben, hervorgehoben, verbessert, Thumbnails etc. Das hat mir eigentlich viel auch Erfolg gebracht. Ja? Und so geht es dann auch weiter. Also je nachdem, was der User will, so werde ich dann halt auch die Videos machen. Ja, Astralreisen geht auf jeden Fall immer, wird auf immer ein Thema bei mir bleiben. Ich habe ja jetzt 5 bewusste geschafft. Jetzt ist mal wieder so ein bisschen, wie soll man sagen, die letzte Mal Zeit habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, aber ich weiß, dass es funktioniert und ich weiß, dass es geht und ich werde auf jeden Fall immer wieder Videos machen. Ja. Ich würde mal auch darauf eingehen, nochmal genau, was ist Traum, was ist luzider Traum, was ist Astralreisen, wo sind die Unterschiede. Es findet ja alles in der Traumebene statt, man kann es Traumebene nennen oder Astralebene, je nachdem. Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall das Geilste, die geilste Sache, was ich seit langem erlebt habe, ist Astralreisen ist wirklich genial, man kann man fühlt sich wie Alice im Wunderland, man kann bewusst auf den Traum, also in den Traum steuern, man kann da bewusst in dem Spiel eingreifen, ja. Man kann ein Spiel spielen, also zum Beispiel habe ich ja erzählt, dass es da in der Astralebene zum Beispiel einen Konflikt gab zwischen Rebellen und Regierungstruppen, da hätte ich jetzt zum Beispiel eine Fraktion zum Beispiel unterstützen können, zum Beispiel die Regierungstruppen oder hätte mir die Rebellen anschließen können, das war, wusste ich, das ist sowas, was man innerlich weiß. Und hätte dann ein Spiel spielen können, wie ein Rollenspiel im Computer. Und das ist natürlich richtig geil. Aber da war ja so, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal einen Seelenführer, beziehungsweise mehr höhere selbst, da bin ich nur dran. Ja, das habe ich jetzt noch nicht geschafft, muss ich sagen, weil die Astralreisen, das Einzige, was ich an Strahlen gut finde, ist, dass sie so kurz sind. Sie sind einfach so kurz. Ja. Also Angst haben, dass man wieder den Körper zurückgeht, das braucht man nicht. Es ist wirklich so, es ist eher das Gegenteil, es ist zu kurz. Ja. Für mich, meiner Meinung nach. Ja. Das ist wirklich einer der größten Abenteuer der Menschheit und da werde ich auf jeden Fall Videos machen. Ja, und gut, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Susanne Krieger-Langer eingehen darf. Ja, ich hasse die Frau ja nicht, aber ich sag mal, Kritik bringt dann ja immer weiter. Also ich weiß gar nicht, was die Fans von der Frau haben, dass sie mich da angreifen. Jeder muss dann mit Kritik umgehen können und Kritik bringt dann weiter. Und das war eben so, ein YouTuber wollte von mir, dass ein Feedback macht über Volkscoaches. Ich habe mich mit Volkscoaches ja beschäftigt, das hat mir auch was gebracht, muss man sagen. Man sieht ja, wie mein Kanal gedeiht. Ja. Von dem her gesagt, habe ich auch Erfolg und deswegen kann ich auch mitreden und deswegen war das auch mein Feedback. Und ich finde halt einfach gewisse Sachen, was die Frau sagt, ist eben gefährlich. Ja. Sie spielt mit dem Feuer, sie spielt mit Menschenverachtung, sie spielt mit Entmenschlichung. Und das ist, und das wollte ich auch sagen. Und komischerweise, sie kommentiert nicht, sie macht kein Antwortvideo. Die wird schon wissen, warum. Anscheinend habe ich recht, denke ich mal. Ja, also sie wird schon wissen. Ja. Ja. Und warum meldet sie sich nicht? Ja, also ich gehe halt davon aus, dass sie schon weiß, warum. Ja, ja. Okay, das war soweit. Ja, also das ist mal die Aussicht. Ich werde noch mal so Haushaltstipps bringen, mal da mal ein Video machen. Das wird jetzt gerade kein Schwerpunkt sein, aber ich werde mal in ein Video mal mehrere Haushalttipps, die ich so weiß, anbringen, weil ich immer jemand bin, der Menschen gerne helfen möchte. Also es geht also auch also auf der einen Seite natürlich spirituell, Bewusstseinserweiterung mache ich und natürlich auch Tipps oder ich liebe es einfach, Menschen zu helfen. Das ist einfach meine Motivation. Einfach Menschen helfen. Ja. Und da gehört natürlich sowas auch. Praktische Tipps, ich bin halt auch sehr praktisch orientierter Mensch, ja. Dann, wie gesagt, ich werde auch nochmal ein Video, zum Beispiel auch nochmal über Gewalt und Mobbing, da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video, ich habe mir das mal überlegt, machen. Ich möchte mal eins sagen, alle die Leute, ja, wenn ich jetzt gerade mal das Bild hier habe,
die meinen, Mobbing gehört dazu, das ist halt so mal so, das Leben ist nur mal hart, denn ich möchte mal eins sagen, stellt euch doch mal eine Welt vor ohne Mobbing. Ich möchte euch mal das Angebot machen, eine Welt ohne Mobbing. Stellt euch vor, die Schüler gehen ohne Angst in die Schule. Ja? Stellt euch mal so eine Welt vor. Wäre das nicht geil? Die Seelen unserer Kinder wären geschützt, ja, oder würden sich wunderbar gesund entwickeln, ja, ohne dieses Angst, ohne dieses ständige, ach, ich muss mich der anpassen, der Gruppe anpassen und so weiter. Ich kann euch sagen, die Welt ohne Mobbing, so sieht sie aus. Schaut euch das Bild mal an. Ja, Gemeinschaft. Da so ein ausländische Jungs, der blonde Deutsche, da nochmal ein deutscher Junge, ja, ist übrigens McLeuner. Und so sieht sie aus, so soll es sein. Ich will, dass auch mein Sohn ohne Angst in die Schule gehen kann, ja. Ist momentan auch so, das finde ich ja gut, ich danke Gott dafür. Und in so einer Welt möchte ich leben, in so einer Welt, wenn ich mal wiedergeboren werde, möchte ich in so einer Welt leben, ja. Freundschaft, ja, Liebe, Toleranz, das ist die Zukunft, das ist die Zukunft und nicht Mobbing, ja. So sollte es sein. Gemeinschaft, Freundschaft. Und ich will keine so eine Gleichmacherei-Gemeinschaft, so wie im Sozialismus und autoritären Staaten, sondern eine Gemeinschaft der Unterschiedlichen. Weil jedes anders, jedes einzigartig und trotzdem wunderbar, wunderbar in seiner Einzigartigkeit. Und das ist die Zukunft einfach, dass alle, sagen wir mal, gleich behandelt werden, freundlich behandelt werden und trotzdem akzeptiert man die Unterschiedlichkeit. Ja, und schätzt es und liebt es und so weiter. Ja. Das dafür setze ich mir ein, ja, für eine bessere Welt. Ich will in einer besseren Welt auf jeden Fall, ich strebe das an. Ich will ja dort auch wiedergeboren. Da denke ich im Prinzip ja auch egoistisch, könnte man sagen, als intelligenter Egoist. Ich will, dass es mir gut geht, deswegen gucke ich, dass es auch anderen gut geht. Ich sorge dafür, dass sich das Bewusstsein der Menschen erweitert. Das ist mein Traum, dass sich eine Bewusstseinsrevolution stattfindet. Ja. Bin ich auch sehr hoffnungsvoll, wenn man dann sieht, wenn das Magnetfeld abnimmt. Ich schaue jetzt mal die Videos von Dieter Börs an. Ja, Börs, der Hirnforscher, der sich viel mit der Zirbeldrüse beschäftigt hat. Ganz wichtiges Thema. Ja. Und das ist mein Traum. Der Traum ist eine Bewusstseinsrevolution. Ja, dass die Menschen endlich zur Vernunft kommt. Apropos Zirbeldrüse, nochmal zu dem Kommentar, wie gesagt, Zirbeldrüse, jemand hat geschrieben, dass er durch die Frequenzen Kopfschmerzen bekommen hat. Ja, bei der Zirbeldrüse ganz wichtig, nicht übertreiben, ja, wenn ihr die trainiert, ja, entkalkt. Es kann auch sein, dass in dem Entkalkungsprozess, dass sich da Kopfschmerzen entstehen, war bei mir genauso. Ja. Kann aber sein, dass ihr es übertreibt mit dem Training, mit dem Frequenzen anhören und so weiter, dass es zu lang oder zu viel Frequenzen anhört, dann macht wieder Pause. Es ist genauso wie beim Studieren auch. Wenn man zu viel paukt, dann qualmt der Kopf, dann muss man mal Pause machen, muss man spazieren, ja, oder ein paar Sport machen. Wenn ihr Sport macht, dann wird nochmal das Gehirn wieder durchblutet, kommt frisches Blut in die Zirbeldrüse und so. Und die Zirbeldrüse kann sich wieder entspannen und halt dann ja, wachsen und ja. Und dann wieder besser funktionieren. Also da nochmal mein Hinweis, also nicht übertreiben, aber je besser die Zirbeldrüse entkalkt und je besser die trainiert ist, desto besser werden auch eure Astralreisen klappen, weil die Zirbeldrüse produziert ja DMT. Ja, das mal soweit. Ja, also das ist also, wie gesagt, mein Weg. Ja. Mein Weg ist immer nur Menschen zum Helfer. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte spendet. Unten ist mein Kanal, also gerade ganz bequem, PayPal. Ja, habe mir auch schon Geld gespendet, habe schon gespendet bekommen, nochmal Dankeschön dafür, ja. Das Geld wird wieder investiert, ja. Ich gucke, dass ich auf jeden Fall die Videos dann besser mache mit Schnittprogrammen und so weiter und ja, auch mit einer kleinen Videokamera, dann hab ich noch eine höhere Erreichbarkeit. Ja, okay, habe ich noch was vergessen? Ja, okay. Nochmal, ich bin sehr dankbar, ja, also Dankbarkeit ist mir auch nochmal was wichtig. Ich bin ganz arg dankbar jetzt dafür, dass der Kanal wächst. Ich danke euch, ja, für die Unterstützung, dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr auch meine Videos teilt, kommentiert. Da bin ich also sehr, sehr dankbar. Nochmal vielen Dank, nochmal Licht und Liebe euch alle. Und wenn ihr mich unterstützt, dann unterstützt ihr den Bewusstseinswandel, ja, unterstützt ihr auch das, was ich unterstütze. Mir geht es nur darum,
Menschen zum Helfer. Das ist einfach meine Motivation. Wie kann ich Menschen helfen? Ja, okay. Also.